Volksfeste in Deutschland. Dazu gehört Musik, viele Leute, aber auf jeden Fall auch viel Saufen. Ich will heute herausfinden, was macht es eigentlich mit uns, wenn wir es übertreiben und wie gefährlich kann es werden. Und dafür bin ich heute auf dem Gäubodenfest unterwegs mit den Sanitätern. Es geht los, Alkoholintox, Team 1. Harry, weißt du schon irgendwas jetzt? Ja, wir gehen zur Hafenbar. Ja. Da gibt es halt so Cocktails und auch so die härteren Sachen. Und da sind wir ziemlich oft vertreten. Okay. Achtung! Achtung! Kannst du jetzt hier den hinlegen? Ja. Magst du nicht mitkommen? Also Passantin hat mir gesagt, er hat mindestens 10 Whisky Cola getrunken. Wow. Also für das ist er ziemlich fit. Also der ist schon betrunken gewesen. Aber er kann noch laufen, er kann noch lachen, er kann noch reden. Also da hat Harry jetzt keinen Bedarf gesehen, ihn mitzunehmen. Ich habe mich vor ein paar Tagen absichtlich einfach mal abgeschossen. Um zu sehen, wie ich mich so verändere, wenn ich gesoffen habe. Und diese Überschätzung, so nee, ich kann noch alles und ich komme nicht mit. Ja. Und es geht aber, das ist so eine Grenze, die ist super schmal. Und zu diesem Punkt, wo man einfach nichts mehr kann. Wo man ja, einfach das, irgendwie das in der Ecke liegt und vielleicht gar nicht. Das ist ein schmaler Grat, das stimmt. Passt auf euch auf, Eigenschutz ist wichtig. Heute wird es nur mit Hotschi zurück, weil morgen Feiertag ist. Die Tragenteams passt ein bisschen auf, dass da jeder wieder gesund reinkommt. Hi. Servus, Marcel. Marcel. Und Harry, servus. Das ist der berühmte Spuckbeutel so, ja, zum genau. Kotzen. Normalerweise hofft man, dass wir uns selber halten können. Also ich bin gespannt, ob wir heute nicht ein paar Alkoholleichen finden. Ja, das mit Sicherheit. Das gehört ja irgendwie dazu zum Volksfest. Echt? Ja, gerade so ab 10, 11 Uhr, da sieht man irgendwo immer welche rumliegen. Ja, aber es ist schon krass eigentlich, dass du sagst, es ist ja normal auf dem Volksfest, ne? Dass ja. die Leute hier so übertreiben. Ja, ich selber verstehe es zwar nicht persönlich, aber naja. Ja, also ich würde jetzt nicht, ich würde mich davon nicht ausnehmen, dass ich nicht auch schon mal übertrieben habe, ja, auch auf so einem Fest. Aber würdest du sagen, es ist auch gefährlich manchmal hier auf so einem Fest, sich so abzuschießen und nicht mehr zu wissen, wo man ist, oder? Es ist nicht ohne, auf jeden Fall. Weil es ist auch nicht gerade warm in der Nacht, also es kühlt schon richtig ab. Und wenn man dann da hilflos irgendwo umeinander liegt, gerade alkoholisiert, teilweise bewusstlos, voll Erbrechen auch, das ja. kann man auch dann teilweise aspirieren. Ah, ja, das ist wirklich nicht so ohne. Also die verschlucken sich an ihrem Erbrochenen. Richtig, genau. Krass. Ja, ich bin super gespannt, wie es heute läuft. Ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Genau, der junge Mann ist gerade hier zu uns gekommen und hat über Schmerzen an der Schulter geklagt und ist in so einem Laufrad, irgendwie in so einem Fahrgeschäft, ist irgendwie draufgeknallt und ehrlich gesagt sieht es so ein bisschen deformiert aus, seine Schulter. Das sah nicht so gut aus, aber er ist so betrunken, dass er sich kaum noch verständigen kann und ich jetzt auch nicht so richtig weiß, ob der Sanitäter gecheckt hat, was genau passiert ist, weil er es nicht mehr so richtig gut beschreiben kann. Geht es? Oh Gott. Aber wir haben es gleich geschafft, gell? Das war scheiße, weil ich bin so ein bisschen klassisch. Echt? War wahrscheinlich der Alkohol nicht ganz unschuldig, oder? Natürlich war das dann nicht aus. Jetzt sind wir erst gleich mal beim Doc. Der guckt sich das an. Die Ärzte schauen jetzt den Patienten an. Unsere Verdachtsdiagnose hat sich quasi bestätigt. Die Schulter ist ausgekugelt. War schon krass, weil er eben so erzählt hat, er hat in diesem Fahrzeug, in diesem im Fahrgeschäft, wollte er unbedingt noch eine Rolle machen, weil jemand vor ihm das auch gemacht hat. Okay. Und das ist auch so eine, das ist auch so eine typische Idee, finde ich. Ja, da haben wir bei dem Thema von vorher. Auf die man nur man kommt, alkoholisiert wenn man besoffen ist. Genau, richtig. Hier geht es gerade richtig zu in der Notaufnahme quasi. Jetzt ist gerade noch einer gekommen, super besoffen mit Polizei. Hat irgendwie Stress im Zelt gemacht, hat es nicht eingesehen, dass er Stress gemacht hat. Die Polizei hat ihn in Gewahrsam genommen, also ihm Handschellen angelegt und jetzt liegt er da und schreit so ein bisschen. Und es ist irgendwie gerade, man merkt so jetzt, je später es wird, desto stressiger wird hier so die Stimmung. Hast du auch das Gefühl, dass es hier langsam so, dass das Stresslevel steigt? Ja, das ist eigentlich normal. Jetzt haben wir es ja, 9:45 Uhr. Da wirkt jetzt langsam der Alkohol mal. Es steigert sich immer von Stunde zu Stunde eigentlich. Hast du da nicht das Gefühl manchmal so, ey Leute, sauft halt nicht so viel, dann passiert auch nicht so ein Scheiß? Das denke ich mir oft. Ah, die ganzen Kommentare, wo die Leute von sich geben, da denkst du oft, ja, nüchtern darf man sowas nie sagen wahrscheinlich. Und da sieht man eigentlich mal, wie enthemmend der Alkohol wirkt. Mhm. Ja, ich habe so das Gefühl gerade, wenn ich hier auf dieses Gelände gehe, wenn der Alkohol nicht wäre, dann hättet ihr
halb so viel zu tun. Stimmt eigentlich, ja. Also oder? Alkohol spielt eine große Rolle. Mhm. Ari, was weißt du? Beim Fahrgeschäft Kopf. Also irgendwie bewusstlose Person oder so. Achtung! Achtung! Wenn man jetzt hier gerade unterwegs ist, merkt man, dass alle Leute immer besoffener werden und die gehen auch nicht mehr aus dem Weg. Die junge Frau ist gerade aus dem Zelt gekommen, mir wurde super schwarz vor Augen und am Alkohol lag es aber offenbar nicht. Dreiviertel Maß Radler hat sie getrunken, als sie gefragt wurde, wie viel sie schon intus hat. Aber weißt du, was ich schon krass finde, ist dieses Gefühl, durch die Menge zu fahren und du denkst, alle Besoffenen checken gerade überhaupt nicht, dass du durch willst. Ja. Und man schreit die so an und die Leute sagen noch so, hey, brüll mich doch nicht so an. Und du denkst dir, was ist los? Ich bin doch hier, um Leuten zu helfen. Das stimmt allerdings, ja. Aber das ist Alltag bei uns. Man braucht ein lautes Organ. Man muss die Leute auch mal freundlich bitten, zur Seite zu gehen. Ja, und einfach sich am Weg freikämpfen. Ich habe es gerade so am Rande mitbekommen, hier in diesem Ruheraum, dass ein anderes Team hat eine minderjähriges Mädchen mitgebracht und die lag da auf der Liege und hat echt, na, ich würde sagen, so ist komatös gewirkt, konnte kaum reden und ihre Freundin hat dann so erzählt, dass sie irgendwie ein bisschen Stress hatte mit ihrem Freund und dann ordentlich Gas gegeben hat und jetzt lag sie da so kaum ansprechbar, jetzt wird sie ins Krankenhaus gefahren. Also es war eine minderjährige Patientin. Es war eine minderjährige Patientin und die ist ja in einem schlecht beleuchteten Park gefunden worden, die, wenn da liegen bleibt und erbricht, die kann dann daran ersticken, wenn ihr das so, dass wir das noch nicht gesehen hätten. Mhm. Ich nehme das so wahr, dass es nicht nur Patienten sind, die zu viel gesoffen haben, sondern auch noch Blödsinn machen, weil sie gesoffen haben. Ja, klar, weil sie sich falsch einschätzen, weil eben die Droge, Alkohol und anders kann man das nicht sagen, halt wirklich das macht, was es macht. Nämlich es macht dich nicht real denkbar, es macht dich nicht einschätzungsfähig, das macht dich einfach blöd. Ich versuche so ein bisschen rauszufinden, ob wir alle zu viel saufen. Was würdest du denn sagen? Ja. Ja? Ja. Weil es ist natürlich schon hart, sowas zu sehen. Weißt du, mit 16 ist es schwer zu erfassen, aber die Gehirnzellen, die da kaputt sind, die sind halt unwiederbringlich kaputt mit so einem Rausch, dass du bewusstlos bist. Das musst du erst einmal schaffen. Mhm. Und das macht mich einfach traurig zu sehen, wie sich Kinder da in jungen Jahren kaputt machen. Mhm. Es ist jetzt 12:30. Ich war jetzt 6 Stunden ungefähr in dieser Schicht und ich bin echt ein bisschen durch. Hier wird immer noch weiter gefeiert und natürlich auch weiter gesoffen. Und das, was ich da gesehen habe in diesem Sanitätszentrum, das war echt genau das, was ich irgendwie so ekelhaft finde am Alkohol. Die Leute, die sich nicht mehr unter Kontrolle haben, Leute, die kotzen, Leute, die Schlägereien anfangen. Genau all diese negativen Auswirkungen von Alkohol kommen da einfach super geballt aufeinander. Und deswegen habe ich schon den Eindruck, hier wird auf jeden Fall zu viel gesoffen, ja. Alkohol und Volksfeste, gehört das zusammen oder übertreiben wir da ein bisschen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und hier haben wir euch noch ein Video von den Reportern verlinkt. Da geht es auch ums Saufen. Und ich gehe jetzt nicht mehr saufen, sondern gehe auf jeden Fall ins Bett.